Und damit willkommen zurück zur zweiten heutigen Folge von Let's Play der Herr der Ringe Online und damit auch zur letzten heutigen Folge. Insgesamt kamen wir jetzt heute mit der zwei Herr der Ringe Online Folgen, zwei Obscure 2 Folgen, eine Singularity Folge, einmal das Max Mats von Singularity und vorher das neue Projekt Thief the Dark Project. Die erste Folge, wo ich auch hier noch nicht genau sagen kann, wie es lief, weil ich die, wie gesagt, am Stück aufnehme. Aber mal gucken. Ich denke, es lief relativ gut, weil das Spiel relativ alt ist. Und genau, wenn ihr wollt, schaut da doch mal vorbei. Beim letzten Mal bei der Herr der Ringe Online haben wir erst nochmal die Gefährtengruppenquest mit dem Steintroll versucht. Leider sind wir nochmal gestorben wegen diesem Rollwir. Danach sind wir erst nach Dachsbauten und anschließend nach Stock. Wegen der Prologsquest, die konnten wir aber nicht fertig machen, weil die in der Gefährtengruppenquest mündete. Und jetzt, Scharen. Dachsbauten und Scharen. Und jetzt sind wir in Stock, im goldenen Barsch, wo wir gleich wahrscheinlich eine Runde schwimmen gehen, weil hier ist ja der gute Bingo. Und der will ja als nächstes schwimmen lernen, da werden wir ihm dabei helfen. Und ansonsten habe ich vor, aus Stock den Brief nach Balkfurt zu bringen. Balkfurt kennen wir ja bislang noch nicht. Und da mal gucken, was dann als nächstes kommt. Aber genau, jetzt sind wir erstmal kurz im goldenen Barsch wegen Bingo. Ich werde heute möglichst nicht, heute bei dem Folge möglichst nicht sterben wollen. Wir geben einfach unser Bestes. Würde ich vorschlagen. Wir haben beim letzten Mal auch Hellringer Online-Punkte gemacht, weil wir haben zum Beispiel Wolfsbezwinger eine neue Tat abgeschlossen und so. Einmal Weg finden und einmal Geschenk öffnen. Schrift der Verteidigung. Ich glaube, das haben wir schon mal. Und 50 Tugend Erfahrungspunkte. Ja, wir haben hier noch einige Sachen jetzt von den Zwergen, die haben wir noch nicht verhökert. Wie lange geht denn das noch? Noch diesen Part, okay. Die Tugenderfahrungspunkte nehmen wir. Die Sachen sortieren wir. Beim nächsten Händler müssen wir halt dann nochmal gucken. Und konzentrieren tue ich mich mal. Müssten wir hier drin nicht, aber für den Fall, dass wir es später brauchen. Und jetzt will ich hier ganz kurz gucken, wie weit denn unser Ding hier ist. Auf welcher Stufe bist du denn? Rang 4. Oh, oh. Das haben wir jetzt ziemlich weit gelevelt. Okay. So weit wollte ich es eigentlich gar nicht leveln. Aber gut. Was entschlossen hat, geht auf Rang 1. Wieso denn? Hier ist doch auf 2. Ja, egal. Gut, da muss ich jetzt kurz gucken. Eine Sekunde. Was wir dann noch brauchen. Also, wir brauchen... Wir haben jetzt Mitgefühl hier, wir haben Barmherzigkeit, wir haben Entschlossenheit und Selbstvertrauen, das haben wir auch alles auf 2, das hier jetzt halt sogar auf 5. Und sonst Gerechtigkeit und Tapferkeit. Gerechtigkeit haben wir auch. Okay, dann machen wir als nächstes in Tapferkeit. Wieso können wir das nicht anwählen? Hier tue ich kurz, wie gesagt, ich habe das aufgeschrieben. Können wir Tapferkeit nicht anwählen? Ah, jetzt geht's. Tapferkeit gibt uns plus physische Beherrschung, plus Fitness, plus Finesse, plus kritische Treffer. Und taktische und physische Beherrschung passt. Da kommen dann die nächsten Punkte rein, aber jetzt werden wir erstmal Bingo begleiten bei seinen Schwimmübungen. Ich bin bereit, wenn ihr es seid. In Ordnung, Spodro. Ich bin so bereit, wie ich nur sein kann. Gehen wir zum Brandywein und versuchen wir uns als Fische. Da reisen wir doch gleich mal hin. An dem Brandywein, das ist ja ein sehr bekannter Fluss, Baranduin heißt er eigentlich, aber Brandywein nennen ihn die Hobbits. Schwimmen können wir eigentlich schon, aber mal gucken, wie leicht und oder schwer es Bingo wird. Bingo hat sich entschlossen, eine für seine Reise sehr wichtige Fertigkeit zu erlernen, das Schwimmen. Okay, schwimme oder ertrinke, neue Aufgabe. Wir sind hier nicht alleine mit ihm. Hier ist der Everhard und... eine umstehende Paoni und Rosa. Und hier ist Moses und Lilie.
Okay. Ja, mal so Publikum, wa? Und das hier ist Brandywine dann, ne? Brandywine-Brücke. Das ist die hier. Die weltbekannte Brandywine-Brücke. Also zumindest mit Lerde bekannt. Jetzt geht es los, Bodo. Zeit, dass dieser Hobbit hier eine neue Kunst erlernt. Helft Bingo, während er sich auf das Schwimmen vorbereitet. In Ordnung. Will er wirklich schwimmen? Sagt der Eberhard. Sieht so aus, als würde er wirklich schwimmen. Sieht so aus, der arme Tropf. War der Brandywine schon immer so breit? Ja, war er. Super. Achso, das ist von der Welt. Sieht auch kalt aus, findet ihr nicht auch? Ein Abenteurer darf sich nicht vor Kälte fürchten. Los, Bingo. Zeig's ihnen. Spodo, kann ich kurz mit euch sprechen? Ach toll, du ziehst den Schwanz ein, oder? Wie gesagt, ein Abenteurer darf sich nicht vor Kälte fürchten. Das ist nur ein Fluss. Ich glaube, ich habe die Lage falsch eingeschätzt, Bodo, und bin nicht ganz richtig gekleidet für kaltes, eisiges Wasser. Bingo zittert. Was denkt ihr, soll ich mich vielleicht aufwärmen, das Blut in Wallung bringen? Das ist ein hervorragender Rat, mein kluger Freund. Haltet euch vom Bingo fern, während er sich aufwärmt. Ja, okay. Dann wärm dich mal auf, mein Freund. Was macht er denn? Brandywine-Brücke. Er rennt gerade ein bisschen. Er ist verrückt geworden, meinen Sie? Schön, das war's. Also diese meinten, er hat mich geirrt, ich bin noch nicht bereit. Sie dachten gerade, er wäre verrückt geworden, weil er einfach rumgelaufen ist. Spodo, ich brauche eure Hilfe. Ich kann dir nicht beim Schwimmen helfen, Bingo, das musst du selber machen. Feuer Bingo an, während er die perfekte Stelle sucht. Jetzt ist es zwar etwas wärmer, aber das Wasser sieht immer noch kalt aus und ich bin erschöpft. Glaubt ihr, dass hier ist eine schlechte Stelle? Vielleicht soll ich eine andere Uferstelle ausprobieren? Gute Idee. Wie können wir denn anfeuern? Hab Geduld alle miteinander, ich bin fast soweit. Hier wäre es vielleicht besser. Okay, er hat die perfekte Stelle gefunden. Aber wie können wir ihn anfeuern? Ne, er sucht immer noch. Ich weiß nicht. Ach komm schon, sei kein Feigling. Du willst es, wir wissen es alle. Also er überlegt noch. Wie wäre es, wenn jemand als Beispiel voranschwimmen würde? Ja, das könnte klappen. Ich werde euch beim Schwimmen zusehen. Nach bestimmt dürfen wir das machen, ne? Ja, ja, schwimmt das andere Flussufer. Natürlich. Ach, komm schon, Bingo. Du willst ein Abenteurer sein, traust dich nicht von einem Fluss. Na ja, gut, dann zeigen wir mal, wie man schwimmt. So. Brandywine-Brücke einmal rüber. Dauert natürlich ein bisschen, aber... Eure Muskeln schmerzen, aber ihr habt eine feine Demonstration abgeliefert. Geht zu Bingo und findet heraus, wie eure Demonstration geholfen hat. Ach toll, dürfen wir jetzt nochmal rübergehen, da gehe ich aber über die Brücke. Wir können die Hilfe wirklich brauchen, vielen Dank. Ach, unsichtbare Wände. Wir müssen also jetzt zurückschwimmen. Ernsthaft, Spodro, du könntest hier locker über die Brücke gehen, aber wir dürfen nicht. Ganz toll. Okay, also nochmal durchs Wasser. Das ist ja mal kacke. Ich wähle gleich Bingo an, man sieht ihn ja. An dem roten Ringsymbol. Durchs Wasser, weil wir nicht über die Brücke gehen dürfen. Das ist ja mal kacke. Aber dass unsere Muskeln schmerzen, verwirrt mich halt auch. Ich meine, das Bodo hat schon ganz andere Sachen gemacht. Zum Beispiel die Kämpfe. Für Norbert, die ja doch ungewöhnlich sind. Das war unglaublich. Wenn ihr das könnt, schafft ihr das bestimmt auch. Sprecht mit Bingo, aber lasst euch von ihm nicht nass tropfen. Los geht's. Ja, kommt, Bingo. Ich schwimme. Nein, tust du nicht. Du planscht. Du hast gerade nur geplanscht, das war kein Schwimmen. Seht, du schaffst das, Bingo, wurde auch noch gesagt. Ihr müsst hier unten leider mitlesen.
ein bisschen. Das war aber kein Schwimmen, das war ein Planschen vielleicht. Ich habe es geschafft, Spodo. Habt ihr gesehen? Ihr wart selbst schon nicht schlecht, aber ich fürchte, ich habe euch noch in den Schatten gestellt. Das war eine echte Meisterschwimmvorstellung, findet ihr nicht? Nein, finde ich nicht. Aber wir können es beenden zumindest, deswegen nicht so schlimm. Wir sind geschwommen, zweimal bei dem Brandywein und er hat ein bisschen geplanscht. Naja. Abgeschlossen. Und jetzt sollen wir mit ihm im goldenen Barsch reden. In Stock. Was hat er denn gerade für ein Titel eigentlich? Ich bin platschnass, aber glücklich. Kämen wir zum goldenen Barsch zurück, um uns abzutrocknen. Das ist kein Titel. Ja, zumindest im nächsten Mal auch mal geportet. Das lief doch gar nicht schlecht. Lasst uns trotzdem weitere Flüsse meiden. Ja, musst du gerade reden. Im Gegensatz zu dir bin ich geschwommen. Ich denke, das hat recht gut funktioniert, Spodo. Ihr habt es vielleicht nicht richtig gesehen, aber ich würde sagen, ich habe die Kunst des Schwimmens erstaunlich schnell gemeistert. Bin gescheint überall hinzusehen, außer in euer Gesicht. Ja, natürlich, weil er genau weiß, dass er eigentlich lügt. Ich denke, ich werde auch nur zum Spaß Verluste auf meiner Reise meiden. Das Land ist viel interessanter, würde ich sagen. Außerdem wäre es doch schade, den leichten Weg zu wählen und über jeden Fluss zu treiben, auf den ich treffe. Das versteht ihr sicher. Bestimmt ist das deine, ja, tolle Ausrede. Okay, wir nehmen uns die Lebenskrone als Titel, den sinkenden Stein will ich nicht. Als nächstes dann missbilligende Box. Stufe 11. Gehen wir zurück in meine Hobbit-Höhle in Michelbinge. Ich denke, ich bin jetzt gut vorbereitet für die Reise, Spodo. Mich kann nichts mehr schrecken. Ich muss nur noch meine Sachen zusammenpacken und ein paar Dinge erledigen, bevor wir aufbrechen. Werde ich mir bei diesen letzten Vorbereitungen zur Hand gehen? Es macht mich traurig, den goldenen Barsch und das leckere Bier zurücklassen zu müssen. Aber so ist das eben im Leben eines Abenteurers, oder? Gehen wir zurück in meine Hobbit-Höhle in Michelbinge. Na, ganz toll. Wir kamen ja gerade erst hierher. Spodo, der Einzige gegen uns, dann der nächste Titel, den wir uns holen. Verstehst du, Liebes? Das klingt doof. So, missbilligende Box. Das heißt, wir gehen hier wieder raus. Die Frage ist halt, ob wir das wirklich jetzt gleich machen. Ich meine, wir könnten uns noch nicht bingig teleportieren, das wäre kein Act. Oder ob wir jetzt hier einen Stock gucken wegen dem Briefträger. Den Titel gewährt, schauen wir mal an. Ihr lasst euch von nichts unterkriegen, nicht mal von Wasser. Wegen dem Lebensfrohen. Der behalte ich aber beschützt das Auenland. Ja, was haben wir denn sonst noch zu tun? Gucken wir mal. Gefährtengruppe, Salpeter wird benötigt in Balkfurt, Bre, Gefährtengruppe, Gefährtengruppe. Das ist auch eine Gefährtengruppe. Die sind beide in Bre und der auch. Ja, okay, wir können eigentlich nur entweder nach Michelbinge zurückkehren oder Richtung Balkfurt weitergehen. Ich gehe jetzt nach Michelbinge gehen. Weil wir uns porten können, deswegen die Angel wollen wir nicht. Helfen wir mal dem guten Bingo noch bei seinen letzten Vorbereitungen. Aber trotzdem, das mit dem Schwimmen fand ich jetzt schon ein bisschen blöd. Wir sind zweimal bei Brandywein geschwommen und er hat nur ein bisschen geplanscht. Finde ich schon so ein bisschen, sagen wir mal, moralisch verwerflich. Aber gut, ich werde jetzt auch hier gleich das Tapeter mal anwählen. Aber zuerst machen wir auf jeden Fall das hier. So, wo ist er denn? Wahrscheinlich hier drin, ne? Laut dem Marker ist er hier drin. Wir haben ja bisher hier nur vor seiner Hobbit-Höhle gesehen, noch nicht drinnen. Das wird sich aber jetzt wohl ändern. Ich nehme an, dass er nicht weg darf. Irgendwie sowas wird es sein. Boffin anwesend. Das war ein sehr breites vom Blick her, von der Karte her. Oder waren wir hier schon mal drin? Das kommt mir so bekannt vor hier. Auf jeden Fall ein bisschen düster für eine Hobbit-Höhle. Schön eingerichtet, aber ein bisschen düster. Ne, hier ist Bingo, fleißiger Hobbit. Gibt's einen Grund, Bingo, warum hier alles dunkel ist? Ich will nur kurz gucken, ob er der einzige hier ist, der wichtig ist. Oder ob es hier noch mehr gibt.
Hier ist es wirklich duster für eine Hobbit-Höhle. Bingos Notizen. Bingo hat sich entschlossen, alles für seine Reise, sehr wichtige. Ach ja, Schwimmbo oder Trinke, die hatten wir gerade. Eine Quelle der Reflexion. Im Moment unwichtig. Dann gucken wir jetzt mal, was sie jetzt zu tun hat. Wie gesagt, dass sie am Tupfen sitzt, finde ich komisch. Ich hoffe, ihr entschuldigt die Unordnung. Ich hatte in letzter Zeit so wenig Besucher. Dass ich alles etwas durcheinander geraten lassen habe. Ich werde meine Sachen packen und dabei gleich aufräumen. Bingo runzelt die Stirn. Wisst ihr was? Ich habe es bis eben ganz vergessen, dass ich mir über die Jahre einige Dinge von meinen Nachbarn ausgeliehen und nie zurückgebracht habe. Ich sollte das nachholen, bevor ich aufbreche. Schließlich weiß man nie, was einem auf einer Reise alles zustößt. Ich habe mir diesen Kordelball von Marksame Strafgürtel von gegenüber geborgt. Würde ihn zurückbringen, zusammen mit den anderen Sachen, die ich mir in der Nachbarschaft ausgeliehen habe? Ach, ganz toll. Also, Bingo hat ein paar Sachen hier, die er noch nicht wieder zurückgegeben hat. Nehmt den Kordelball. Wenn wir jetzt wüssten, wo der ist. Es wäre halt leichter, wenn es hier hell wäre. Ich spreche ihn nochmal an kurz. Ich habe mir diesen Kordelball von Max Same Strafgürtel von gegenüber geborgt. Ja, genau, das haben wir wohl gerade schon mal gelesen. Kannst du uns vielleicht verraten, wo der ist? Da. Elina Zwirn. Bingo hat sich diese Rolle Zwirn von der Nachbarin Poppy Strafgürtel geborgt. Gerade eben hieß die aber anders. Na egal. Nehmen wir mit. Und den sollen wir jetzt ihr zurückgeben. Das heißt, wir verlassen die Hobbithöhle. Ja, ein bisschen komisch, der Bingo immer noch. Ist ja direkt gegenüber quasi. Da ist sie. Max sammelt die Kordelball mit einem verwirrten Lächeln an. Bingos Nachbarin. Okay, und jetzt sollen wir den Teekessel aus der Hobbithöhle holen. Das heißt, wir dürfen jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit... Hier ist der Bingos anderer Nachbar. Wahrscheinlich wird ihm dann der Teekessel. Wahrscheinlich dürfen wir jetzt die ganze Zeit hin und her laufen. Ich hoffe, das nächste Mal achtet er mehr drauf. So, wo ist denn der Teekessel? Weil ich meine, er ist halt beschäftigt mit dem Packen. Was sagt er jetzt? Ich habe mir vor einiger Zeit einen Teekessel von meinem Nachbarn Mary Mark Helkins ausgeliehen. Ich wäre euch dankbar, wenn ihr ihn zurückbringen könntet. Der muss hier irgendwo sein. Ja, genau, das war der andere Nachbar. Ich meine, die erste Nachbarin hat jetzt nichts gesagt. Die kannten offenbar Bingos Angewohnheiten schon. Geliehene Teekanne. Bingo hat sich diese Teekanne von seinem Nachbarn Mary Mark Helkins geborgt. So, her damit. Sie steht halt immer noch hier, weißt du? Naja, egal. Dann gleich wieder raus und die zu seinem anderen Nachbarn bringen. Und dann haben wir es hoffentlich. Er nimmt den Teekessel dankend an. Okay. Nehmt den Eimer in Bingos Hobbit-Höhle. Ach nein. Das heißt, wir haben mindestens 3 Gegenstände. So, wo ist der Eimer? Da. Elina Eimer. Von Myrte Box, die Nachbarin. Ach, es hieß ja schon, missbilligende Box. Bestimmt wird die Nachbarin jetzt wieder nicht so toll. Elina Eimer. Bestimmt wird die Nachbarin jetzt nicht so toll. Weil, wie gesagt, vor allein vom Namen der Quest. Aber wo ist die? Weil das ist der eine Nachbar. Ach, die ist hier oben. Neugierige Nachbarin. Nimmt ihr einmal mit einem missbilligenden Blick an. Und wir sollen mit ihr sprechen.
Ich habe ein Gesuch verfasst, um Bingo davon abzuhalten, sich in ein irrwitziges Abenteuer zu stürzen. Wie auch immer du dieses Gesuch durchbringen willst, verehrte Hobbitfrau. Bingo hat meinen Eimer so lange, ich habe schon nicht mehr damit gerechnet, ihn wiederzubekommen. Und jetzt schickt er euch rüber, um ihn zurückzubringen, und das auch noch ohne Erklärung? Ihr wollt antworten, aber sie bringt euch mit einer strengen Bewegung zum Schweigen. Ihr müsst es mir nicht erklären, Spodo. Ich weiß, weshalb Bingo alte geliehene Gegenstände zurückgibt. Er verlässt das Auenland. Ja, Esmeralda Lochner hat mir alles von seinem kleinen Geheimnis erzählt. Ich werde das nicht einfach so zulassen. Ich habe ein Gesuch verfasst, wie das Bingo ins Gefängnisloch kommt, damit er sich nicht in ein irrwitziges Abenteuer stürzt. Und viele wichtige Hobbits haben es bereits unterzeichnet. Ach, eine Petition gewissermaßen. Geht und sprecht mit dem Bürgermeister, um zu sehen, ob er so schon eine Entscheidung getroffen hat. Sie will jetzt Bingo echt einsperren lassen? Das finde ich ja schon etwas sehr übertrieben. Schnaubt selbstgerecht überzeugt, dass ihr Gesuch Erfolg haben wird. Na, ganz toll. Weil wir müssen zum Bürgermeister. Wir können jetzt Bingo nicht warnen. Das finde ich jetzt gar nicht so cool. Na komm, rüber mit dir. Das finde ich jetzt gar nicht so cool. Also ich meine, ich verstehe ja, dass die Hobbits eher ungern reisen, aber... Wo müssen wir denn hin? Da. Ich verstehe ja, dass die Hobbits ungern reisen, aber ihn deswegen ins Gefängnis stecken, ist schon ein bisschen übertrieben. Mit dem Bürgermeister hatten wir ja schon mal zu tun. Mit dem... Er ist ja auch Mehlklos, Willi Weißfuß. Mit dem hatten wir ja schon mal zu tun, wegen Lobelia. Guten Tag. Ja, wie kann ich euch helfen? Ich hoffe, die Angelegenheit dauert nicht allzu lange. Ich bin spät fürs Abendessen. Spät dran fürs Abendessen. Ihr fragt den Bürgermeister höflich, ob er schon eine Entscheidung über Myrtle Box Gesuch getroffen hat. Er seufzt. Wenn ich gewusst hätte, mit was für Beschwerden ich es als Bürgermeister zu tun haben würde, hätte ich das Amt nie angetreten. Macht das. Macht das nicht. Verhindert, dass diese Person uns verlässt. Sorgt dafür, dass diese Person geht. Es ist ein ständiger Kampf, Spodo. Die Abendessen entschädigen dafür, aber auch nur gerade so. Ich werde bei diesem Gesuch keine Entscheidung treffen. Wenn Myrtle Box Bingo Boffin davon abhalten will, das Auenland zu verlassen, dann soll sie ihn selbst einsperren. Nehmt das Gesuch und gebt es an Herrn Boffin. Ich will damit nichts zu tun haben. Okay, finde ich sehr schön. Ich finde zwar nicht schön, dass er sich neutral hält, aber ich finde es schön, dass er Bingo nicht einfach so einsperren lässt. Wir sollen das Gesuch abgeben, aber während wir jetzt schon mal hier sind, würde ich gerne schnell handeln und Sachen holen aus dem Lager. Zum Beispiel unser ganzer Atalas-Essenz, die hätten wir nicht mal letztes Mal brauchen können. Deswegen gehen wir hier kurz zum Auswert. Erstmal Laden durchstöbern. Wie ist das Wertebefinden? Ne, Rückkauf will ich nicht. Ich will verkaufen. Zählpanzer behalten wir mal. Schriftrollenbehälter für Schneiderkunst kann weg. Alte Textfragmente können weg. Kleiner Wetzstein kann weg. Ansonsten der Amethyst. Und das war's. So, kaufen können wir hier nicht wirklich was. Dann die Bank öffnen. Guten Tag. Weil wir werden mal ein bisschen was rausholen. Das einfache Horn behalten wir mal drin, weil wir haben im Moment noch keine Gefährten. Den Fisch auch. Beschleuniger von Bezwingertaten. Halbe Stunde, das behalte ich mal auch hier. Eingewickelte Pferdpfeife hier, geringe Atlas entsetzen. Essenzen will ich wieder haben. Moral- und Krafttränke Stufe 1, aber hier ist auch Stufe 2, dann nehme ich mal die Stufe 1 auch mit. Zumindest die Moraltränke, einfache Atlas Essenzen. Ich will einfach Heilung haben. Zelebranzahlen bauen wir nicht unbedingt, die lassen wir erstmal hier. Obwohl die Moraltränke lassen wir auch hier. Tränke der Herstellung. Den nehmen wir auch mit. Der entfernt nämlich nur die Sachen, aber die Sachen können wir auch mit Gift neutralisieren entfernen. Dann können wir den nämlich verkaufen.
Dann haben wir hier nicht mehr komplett voll. Okay. Dann laden durch die Wunder nochmal. Tag, nicht wahr? Verkaufen. Die einfachen Seelebrandsalben, die ich jetzt hier habe, lasse ich aber mal drin. Wo ist denn der Heiltrank? Ach, die Kampfträge können wir hier gar nicht wegtun. Egal, die nehme ich trotzdem raus. So. Haben wir denn noch Zeit? Ja, wir haben noch 5 Minuten. Wir können noch zurück zu Bingo gehen und ihm das Gesuch zeigen. Können wir das auch selber anschauen? Mörtles Gesuch zählen schon viele Unterschriften, doch im Vergleich zu den vielen kleinen überlassenen Unterschriften der anderen tritt ihre nicht zuletzt durch ihre größte Schaf hervor. Ja, ein bisschen eingebildet scheint ihr zu sein. Wie gesagt, ich finde nicht toll, dass sie Bingo einsperren lassen will. Ich verstehe ja die Sorge wegen dem Abenteuer, weil Hobbits sind halt wirklich dafür bekannt, eigentlich keine Abenteuer zu mögen, aber ihn einsperren lassen ist halt schon nochmal ein bisschen was Eigenes. Wie gesagt, da finde ich sehr gut, dass sich der Bürgermeister raushält. Ich hätte zwar lieber eine Entscheidung im Sinne von, dass ihr Gesuch gar nicht funktionieren kann, aber es ist gut, dass er es nicht einfach so lässt. So, Bingo. Wir haben schlechte Nachrichten. Seht euch das nur an. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Was ist das, Bodo? Er gibt Bingo die Petition, die er schnell überfliegt und erwartet eine geknickte Miene. Stattdessen aber lächelt er fröhlich. Okay. Seht euch das nur an. Mödle Burgs hat Unterschriften von guten Hobbits aus der ganzen Nachbarschaft gesammelt, um mich in der Gefängnishöhle einzusperren. Was für ein tolles Kompliment. Ich liege meinen Nachbarn so sehr am Herzen, dass sie alles tun würden, um mich hier zu behalten. Ich muss Mörtle unbedingt etwas Neues zukommen lassen, Bodro. Könntest du zu der Statue von Marco und Blanco in der Stadtmitte gehen und dort ein paar Blumen für Mörtle pflücken? Sag ihr, dass ich ihre Botschaft verstanden habe und sobald wie möglich zurückkehren werde. Was für nette Nachbarn ich doch habe. Jetzt tut es mir leid, dass ich ihre Sachen so lange ausgebockt habe, ohne sie wiederzugeben. Ernsthaft? Du willst ihr Blumen schenken? Okay, Bingo, do your thing. Ich finde das nur gerade ziemlich geil. Sie droht ihm mit Gefängnis und er kommt, ach ja, die sind ja ganz freundlich und nett. So kann man natürlich auch umgehen mit Kritik, indem man sie entweder ignoriert, aber ich glaube, er ignoriert sie gar nicht. Ich glaube, er nimmt es ganz bewusst mit Humor. Ich glaube, darum geht es, dass es einfach bewusst mit Humor nimmt, dass es nicht so ernst nimmt. Okay, ja, zu der Statue gehen wir doch schnell, die kennen wir ja schon. Die Statue. War irgendwo hier, glaube ich. Die war auf jeden Fall eigentlich nicht zu übersehen. Ich glaube, die war hier. Ne? Kommt schon. Genau. Hier ist die Statue. Grenzers Lohn. Und hier können wir Blumen pflücken. Haben wir noch Zeit? Ja, komm, die Blumen pflücken wir noch. Wir haben noch 2 Minuten. Okay, und jetzt sollen wir die Blumen zu ihr bringen. Ach, das machen wir auch noch. Ich weiß schon, wir könnten eventuell überziehen, aber ich will jetzt ihre Reaktion sehen auf die Blumen. Deswegen, ich finde das gerade ziemlich funny. Übrigens nicht ewig Zeit, das ist gerade wie beim Paketdienst bringen, der Timer läuft ab. Und ich, Vollvogel, bin in die falsche Richtung gelaufen. Wehe, wenn wir jetzt verkacken wegen den Blumen. Na, komm schon, hier sind jetzt leider wieder überall Berge. Aber wir sollten es trotzdem schaffen, der Timer geht nicht so lange. Jetzt sind wir in der richtigen Richtung. Böse Berge. Aber es ist, das finde ich richtig geil. Och ja, was habe ich denn für nette Nachbarn? Die wollen mich unbedingt hier behalten. Das ist echt schön. Andere würden sich aufregen, aber gut, er hat es halt mit Humor genommen. Das finde ich schon cool. So, welche Dinge. Einmal runterrutschen, jetzt sind wir natürlich einen völlig anderen Weg gegangen, als wir sollten, aber... Mitte nimmt die Blume etwas verwirrt und verlegen an.
Ja, das dachte ich mir nämlich. Okay, dann melden wir uns jetzt ab. Was sie genau zu den Blumen sagen wird, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Aber das war ja jetzt nett. Also das mit dem Schwimmen am Anfang fand ich ein bisschen schräg, aber jetzt mit den Vorbereitungen und jetzt gerade am Ende mit dem Humor von Bingo fand ich jetzt schon ganz nett. Vielen Dank fürs Zuschauen, natürlich auch hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, wir sehen uns dann morgen in alter Frische wieder, wenn wir dann normale Folgen machen. Ich denke, morgen mache ich nochmal Doppelfolgen, weil dann schulde ich euch keine Folgen mehr, wenn ich morgen nochmal von jedem Projekt 2 Folgen mache. Aber das sehen wir dann. Auf jeden Fall wäre ich froh, wenn ihr dann wieder dabei wärt. Bis dahin, Freunde. Gehabt euch wohl.